Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich bin euer Exitus Master und in der letzten Episode haben wir noch eine E-Mail von einem C-Sicherheitsofficer bekommen, und zwar hat der Grunt Engso festgenommen, und da müssen wir jetzt mal hin, bevor wir die Einladung versenden. Gut, dann gehen wir wieder auf den neu gebauten Citadel-Teil drauf, beziehungsweise neu eingefügten in den DLC. So, und gucken wir mal auf die Karte. Wenn ich das darf? Ja, ich darf es. C-Sicherheitsofficer 2. Silver Sun Strip, okay. Ist ja gar nicht so weit weg. Alles klar. Bevor wir dann die harte Party starten werden. Das wäre ein paar extrem harte Nebel. Da ist er doch, ja. Sieht zwar nicht aus wie ein Officer, aber naja, gut. Officer, jemand hat mich herbestellt wegen eines Vorfalls mit einem Kroganer. Hier entlang, Commander. Okay, geh vor. Ladedaten, kurzer Ladebildschirm. Rudelhaus. Und da ist Grunt. Okay, Grunt. Möchten Sie mir irgendetwas sagen? Dieser Clown will mich einbuchten, also habe ich Sie holen lassen, um die Sache zu klären. Okay. Commander Shepard, verzeihen Sie die Störung. Dieser Kroganer hat darauf bestanden. Schon okay. Ich bürge für ihn und unterschreibe alles nötige, Officer. Jawohl, oh, Sir. Grunt ist sauer. Und da gehen sie alle? Weiß nicht. Was getrunken, Krankenhaus verlassen, Fenster eingeschlagen. Okay, sind sie wieder gesund nach dem Kampf gegen die Rachni? Aber sie sollten sich im Krankenhaus von dem Rachni-Kampf erholen. Das ist schon Ewigkeiten her. Aber ich wollte nicht mehr bleiben. Die meisten bleiben so lange, bis sie wieder gesund sind. Aber er ist ein Kroganer, er kann ich das. Bin nicht die meisten. Ganz genau. Und warum C-Sicherheit? Die mögen's wohl nicht, wenn Glas kaputt geht. Wurde jemand verletzt oder freut mich, dass sie wieder draußen sind? Okay, ich sag das zweite. Freut mich, dass sie wieder draußen sind. Ich verstehe, dass sie raus wollten. Ich mag Krankenhäuser auch nicht. Lauter Kranke. Komm vor. Erzählen Sie mir von den Fenstern. Ein paar Kumpel haben mich für meinen Geburtstag rausgeholt und wollten mich am Gebäude mit dem Seil runter. Geburtstag? Hat nicht funktioniert. Schade, dass ich nicht da in dem Moment stand. Sie haben... Hoher Krankenhaus. Nein, ich bin doch eine Tankzüchtung. Wir haben Fotos am Kroganer-Denkmal gemacht. Im Präsidium? Episch. Ja. C-Sicherheit war total stinkig. Es konnte aber auch an ihrem brennenden Auto gelegen haben. Ich weiß nicht mehr. Warum brannte es? Wegen meiner Flasche Rhynkohl. Das Zeug ist stark. Hat sich sofort entzündet. Ohne Zündquelle? Alle kamen noch heil raus. Ich dachte, sie wollen's nicht und hab's genommen. Wir kamen nicht weit. Die haben uns aufgehalten. Es kam zum Crash. Das ist ein Shuttle und kein Auto. Wir haben einen Raum eingesetzt. Aber das klappte nicht bei mir. Warum nicht? Weil ich brannte. Sie wissen doch, das Auto. Sie müssen mitdenken, Shepard. Tut mir leid. Wie wurden Sie gefangen? Hatte Hunger. Hab Nudeln gekauft. Nudeln? Story erfinden? Okay, ich nehme erstes. Sie sollten wieder Gutmachung leisten, Grunt. Grunt, Sie entschuldigen sich bei dem netten Herrn, dass Sie sein Auto angezündet haben. Das war bestimmt teuer. Na gut, das mit Ihrem Auto tut mir echt leid. Shuttle, immer noch. Und ich tu's auch nie wieder. Das glaube ich dir nicht ganz. Also dann, Officer, ich übernehme natürlich sämtliche entstandenen Kosten. Auf Kosten der Allianz, bitte. Das haben Sie auch unterschrieben, Commander. Sie hatten Glück, Kroganer. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Werden Sie auch nicht. Mach's gut. Und? Wie waren die Nudeln? Die waren schön scharf. Sie sind mein Held, Grunt. Okay, das war lustig. Und das, glaube ich, war's dann mit allem, was wir machen konnten. Jetzt müssen wir nur noch die Party... Was dürfen wir nur noch die Party machen? Entschuldigung. Oh, nee, doch. Jacob ist noch da. Bei 6. 6. Wie konnte ich bloß Jacob vergessen? Der gute Jacob. Wie komme ich denn jetzt dahin? Am besten gehe ich hier so lang.
guck mal ein bisschen auf die Karte. Ja, so, da und dann da und dann da. Ach, wir schaffen das schon. Im Notfall erkunden wir nochmal alles. Ja, immer noch schön hier. Was ist hier? Ist es das? Nein. Danke, aber vielleicht hat der ja was zu sagen, der Kurganer hier. Ja, er hat was zu sagen. Was? Sie haben noch nie von dem mächtigen Patriarchen gehört? Nein. Aber wenn wir jetzt wieder dran gehen, hören wir bestimmt was von ihm. Oh, das war nicht weit genug. Das war nicht weit genug. Na, alles okay soweit bei euch? Anscheinend. Die Legende seiner Herrschaft hallt im ganzen Citadel-Sektor wieder. Und darüber hinaus. Ich stehe direkt vor dir. Nichts davon wissen. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil er jetzt nicht mehr herrscht? Das ist ein bedeutungsloses Detail. Die Geschichte des Patriarchen ist zeitlos. Mhm. Der Patriarch, ist das nicht der von Omega gewesen? Ja, das war der von Omega. Ja, die haben alle was zu sagen hier. Man darf sich bloß nicht so nah dran stellen, sonst kriegt man alles mit. Wenn man das nicht möchte. Es tut mir in der Seele weh, dass sie darauf beharren, eine so bedeutende Person wie den Patriarchen nicht zu kennen. Ich kenne ihn. Ja, wirklich. Redet er immer noch vom Patriarchen? Die Göttin helfe mir, ja. Sie hätten weglaufen sollen, als sie die Chance dazu hatten. Ja, von Kroganos sollte man immer weglaufen. Ich glaube, das ist dir das Richtige. Ja. Ich verstehe. Danke, Ihnen auch so. Was ist mit einem Honig? Tech-Panzerung, ganz klar. Wo ist Jacob? Die Sau. Ich drehe direkt davor. Spielregeln. Wo ist er? Release-Abwehr. Aha. Hier kann man jede Menge Sachen machen. Jede Menge Spiele. Türme von Hanoi. Türme von Hanoi? Wohl kaum. Oh, okay. Nicht? Türme von Hanoi? Wohl kaum. Aha. Ich spiele das jetzt mal. Was passiert? Zerstört. Ja, ach, ich muss nur die Schiffe zerstören, okay. Ding. Wann ist das einfach? Man sieht, wird es ja angezeigt, wo die landen. Feinde nähern sich. Ich sehe es. Raketen sind im Anflug. Ist das die Erde? Ja, das ist die Erde. Bleiben die wir verteidigen. Wachsam. Gegen die Turianer, die Bleiben Schweine. Schweinepriester. Wir müssen mal drei auf einmal ankommen. Das wäre schwierig. Weiter so. Ja, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Komm. Bleib weiter so. Ich bleib dran. Das ist langweilig. Können wir aufhören? Sie sind gut. Ich weiß. Ich bin Commander Shepard, ich bin immer gut. Kämpft gegen die Reaper und so weiter. Ja, auch gegen Servus, ab und zu. Sie sind gut. Ja, sicher bin ich gut. Schieß über Raketen ab. Nein, sie haben Amerika zerstört. Trojanische Fregatte zerstören. Fregatte, mein Gott. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß, aber können wir jetzt mal aufhören? Ich glaube, ich lasse mir einfach meinen Planeten zerstören. So, zerstört ihn.
Ja, ich bleib wachsam. Oh Gott, wir haben die Erde verloren. Hoffentlich ist das nicht symbolisch für das, was noch auf uns zukommen wird. Aber ich denke nicht. Wir sind Commander Shepard, wir können das schaffen. Ich glaube, Jacob wartet wohl da oben auf uns. Wo habe ich denn hier die Anzeige auf Jacob warten? Wo bist du, Jacob? Ja, ja, ja. Jacob, Jacob, Jacob. Spielregeln, okay. Na, jetzt bin ich hier drin. Ich habe keine Lust. Nein, ich möchte das nicht machen. Wo ist Jacob? Ich lasse mich mal kurz besiegen und sehen uns gleich wieder. Hallo Leute, ich habe es gefunden. Es war direkt vor der Tür, die jetzt hier komisch rumspackt. Einen neuen kroganischen Talent in der Hauptrolle. Also wir sind hier außerhalb. Wir sind nicht mehr drin. Das hätte man ruhig erwähnen können. Okay, Treffpunkt auf Jacob warten. Jetzt haben wir es ja geschafft, jetzt können wir auf Jacob warten. Und da kommt er. Hier drüben. Hey, da bist du ja. Schön, dass Sie okay sind. Ja, das freut mich ebenfalls, Jacob. Ich dachte genau dasselbe. Hey, Jacob, ich habe keine Credits mehr. Hey, wer seid ihr denn? Wer sind die? Ihre Eltern werden vermisst. Hab sie freiwillig übers Wochenende genommen. Zur Ablenkung. Oh, das ist sehr sozial. Es gibt doch bestimmt ein Spiel, das nur noch auf uns wartet. Okay, bin dabei, Jacob. Gehen wir's an. Super. Super duper. Ab geht's. Wir spielen ein tolles Spiel. Oh, das schon wieder. Nein, das will ich nicht spielen. Das ist kacke. Soll unser Spiel sein? Das habe ich schon gespielt, das ist scheiße. Ich werde versuchen, sie nicht bloßzustellen. Echt jetzt? Blöde Sprüche? Bei Shattered ISO? Ja, verdammt. Sollte er Shepard ISO heißen. Die Kids sehen zu mir auf. Ich muss sie also schlagen. Sie und mich schlagen? Glaube ich nicht. Dann viel Spaß, Shepard. Aber passen Sie auf. Jetzt kann Ihnen Ihr Trupp nicht helfen. Kein Problem. Soll ich ihn gewinnen lassen oder soll ich es... Es ist egal, ob sie trotzdem versuchen, das ihn zu besiegen. Sie bedrängen mich. Echt? Mein Fehler. Er ist ziemlich überheblich. Ich glaube, ich sollte ihn auf die Schnauze hauen. Shepard braucht viel Platz, damit seine Magie wirken kann. Genau. Bereit? Also dann. Jetzt spiele ich also gegen Jacob, okay. Zum Glück muss keiner ihrer Freunde das mit ansehen. Komm her, Jacob. Jacob, du bist kein Gegner für mich. Na los, na los, na los! Komm her! Weinen Sie schon, Jacob? Gott, bist du schlecht, Jacob. Hilfe, Hilfe! Ich bin paralysiert! Ja! Soll das alles sein? Komm! Daneben, dein Power Punch, komm! Gut gemacht! Okay. Gewonnen! Okay. Mein Gott, Shepard, Jacob, bist du schlecht! Ich konnte mich nicht zurückhalten, tut mir leid. So macht man das, Kinder. Sie konnten mich nicht gewinnen lassen? Nicht einmal? Nein, tut mir leid. Essen wir was. Ich lade Sie ein. Ja, komm, was essen. Das wäre nicht schlecht. Ich hab Hunger. Spiel gespeichert, super. Dann hätten wir das auch abgearbeitet. Ich bin falsch reingegangen, ich bin hier nicht mehr rein. Danke. Danke, danke. Ich gehe zurück in mein Apartment und dann versende ich die Einladungen und dann kann es ja schon losgehen mit der großen Partei. 4, persönliches Apartment. Also hier lang. Nach da oben oder links. Aber? Es war auch für mich ein ganz besonderer Abend, aber... Aber? Es hat geschlossen. Nein, wirklich, das stimmt. Ja, ich konnte es auch nicht glauben.
Ja, ich kann aber nicht hier ewig rumstehen und jeden bei den Gesprächen zuhören. Das wäre für euch auch ein wenig langweilig. Und was haben wir hier? Highscores. Shepard auf Platz 3, da sind wir immer noch auf der Tribüne. Das ist schon nicht schlecht. Was habt ihr zu sagen? Nichts, nichts, nichts. Na, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Bewachst du mein Apartment? Sehr gut. Willkommen in den Tiberius Towers. Danke. Du bewachst mein Apartment. Du bist der Beste von allen. Sie haben eine neue Nachricht. Ich krieg immer neue Nachrichten und dann nur eine. Gut, dann sehen wir uns die mal an. Katalog, das ist was anderes. E-Mail. Merken Sie sich mir vor. Miranda Lawson. Oh, sie will ausgehen. Aha. Miranda will ausgehen. Und Steve Cortez. Oh, die wollen mich hier besuchen im Apartment. Steve und James Vega und Samara, aha. Okay, und eine Nachricht von der. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Haut rein, Leute. Und bis dann.